No. Willkommen zurück bei Magica 2 und einem vielleicht letzten Part unseres Let's Plays. Das werden wir... Ja, du darfst auch was sagen, gerne. Hast du schon mal das Glitzern und meinen Stab gesehen? Ja, des Öfteren, beim Narrenstab. Ja, ist mir jetzt zum ersten Mal richtig aufgefallen. Mit diesem unwichtigen Fact unterbrichst du meine Anmoderation, Junge. Ja, aber ich finde das schon faszinierend. Alles klar. Wir gehen jetzt durch diese Tür und schauen, was uns erwartet oder auch nicht. Und es regnet. Und es ist, okay, das haben wir nicht erwartet. Nein, wenn wir ehrlich sind, haben wir jetzt den Endboss erwartet. Okay, alles klar. Oh, ich bin tot. Blau. Ich kann noch nicht. Was hat mir denn da so zugesetzt? Das war die blöde Prinzessin, kann das sein? Ja, das kann sein. Digga, die kriegt jetzt so auf den Bobbis. Das lief ja gut bisher. Ja, wart ab. Sniper. Ja, hat mich gekillt. Witzig. Wenn sie einen mit einem Eisstrahl trifft und einfriert, dann machen die anderen nichts mehr. Oh, sie hat sich geheilt. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es noch nicht so. Ja, ich frage mich auch. Ich töte mal die Fallen. Und sie. Ich hatte sie schon zweimal fast down, aber... Die hat echt eine gute Regeneration. Oh, ich bin down. Jetzt lass sie endlich mal platt machen. Oh, Mann! Fallen. Ja, los. Oh, ich bin down. Ja, warte. So, jetzt stirb, du. Gucken Kinder zu? Sonst hätte ich jetzt irgendwas Schlimmes gesagt. Nein, es kommen keine Kinder zu. Ich sage die ganze Zeit was Schlimmes. Oh, hat mich das aufgeregt. Geh kurz raus. Geh raus. Okay, ich habe sie mit zwei normalen Angriffen geplättet. Warst schon. Okay. Oh, fuck this. Ja. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, ich bin down. Okay, alles cool. Oh, warum bricht denn mein Angriff einfach ab? Wo sind wir denn hier? In einem Schloss von Magica. So, auch tschüss. Warte, kurz. Den kann man bestimmt ansprechen hier oben. Wusste es doch. Thomas. Sind sie weg? Jawohl. Gestern beim Champions League Finale wurde in der 118. Minute ein Thomas Partey eingewechselt. Also Partey wirkte wie Partey geschrieben. Er war so schlecht, Mann. In den 2 Minuten war er echt schlecht. Oh. Sehr gut. Ich weiß, danke. Ich weiß. Tschüss. Okay, das war jetzt aber echt eng. Wieder einer. Zweimal fast down. Tschüss. Ja, passiert. Ups, sorry. Hast dich voll in meine Schlagkombination teleportiert. Ja. Oh, wie viel denn noch? Nice. Ich warte auf dich. Warum? Was willst du machen? Ach so. Ah, so. Oh, nö. Ich bin down. Dreck. Das Ding auch. Das ist sehr gut. Oh, jetzt. Was? Ah! Okay, die haben mich paralysiert. Achso, du bist auch down. Renn nicht so weit nach oben.
YOLO. Ich hoffe bloß, die kommen nicht nach. Oh Gott. Ah, stimmt, hier gab es so Rätsel. Witzig. Eventuell mein Fehler. Eventuell. Diese Augen regen mich so dermaßen auf. Tot. Okay. Tot. Nein, nicht das tot. Ich bin aber tot. Ja. Yeah. Ich meine, die sind gegen Tod empfindlich. Warum bin ich so langsam? Was soll das? Ich bin nicht eingefroren und gar nichts. Jetzt bin ich auch. Er hat mich wegteleportiert. Ich hasse dieses Spiel. Oh gosh. Ich bin down. Ich hatte so eine fliegende Kugel getroffen. Gerade spiele ich wieder wie der letzte Gott. Jawohl, ich habe immerhin noch ein Auge mitgenommen. Aber ich bin auch noch nicht tot. Muss ich zugeben. Jetzt bin ich tot. Sag mal, wie überlebst du denn da so lange? Es ist unfassbar, was du da abziehst für eine Show. Manchmal habe ich einfach viel Glück. Ja, manchmal echt viel Glück. Habe ich doch den Skill, den ich auspacke. Wenn man das als Skill macht. Aua! Ich bin schon wieder weg. Swaggy. So, wieder einer down. Schon wieder weg. Okay, jetzt wird's schwer. Nein, warum bin ich. Ja. Warum bin ich so slow? Kannst du mir das verraten? Okay. Oh, fick dich, Zauberer. Machen wir erstmal das. Ach, fuck, Alter. Ich glaube nicht. Ich nicht so an mich. Aber du wirst wieder belebt, wenn du stirbst. Also. Nicht ganz so tragisch. Das sieht schon irgendwie lustig aus. Ich bin down, natürlich. Warum? So, hast du was im Hals? Ja, Hass. So viel Hass, Alter. Fick dich, endlich. Die sind gegen jeglichen körperlichen Schaden immun, die Augen. Ich habe gerade mehrfach mit meinem normalen Hammer draufgehauen. Ich habe gerade mit meinem ganzen Hass einfach draufgehauen auf diesen blöden Zauberer. Ich versuche dich mal zu heilen. Warum? Ach so. Ist immer noch langsam? Komischerweise, ja. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich auch nicht. Woran das liegt. Ist das jetzt Blitz oder Wasser oder? Hä, was ist denn das? Ach, Eis. Oh, tschüss. Du regelst das. Ich weiß zwar auch, wie es geht, aber du regelst das. Falls du nochmal God of War spielen willst, da gibt es einige dieser Rätsel. Okay. Bloß ein bisschen schöner und schwieriger. Moment. So. Ja, ne? Gehen wir doch mal hier wieder in den Sturm. Um zu sagen, dass hier. Ist das hier nicht der Bosskampf? Gleich der Raum? Elin. Ich bin mir nicht sicher. Ich will mich nicht festlegen. Elin? Wer ist Elin? Thorin, Balin, Elin. Der Typ da, oder? Ja, aber. Ist das Typ oder eine Frau? Den haben wir noch nie vorher getroffen, kann das sein? Weiß ich nicht. Aber RCS wurde von Frieda aufgenommen. Ich hab so Bock auf China-Nudeln gerade, das glaubst du nicht. Ich bin so satt. Es ist 0.19 Uhr und ich hab übelst Knast. Sehr gut.
Aber erstmal müssen wir Elin zuhören. Ach, Elin, ey, laber nicht. Lock. Hielt euch für harmlos. Obwohl ich hier red, echt zu beseitigen. Lock kriegt gleich den Kolben reingebuttert. No homo. Oh Mann. Ach ja. Ich glaube. Dicker, was labert er denn so voll? Ich glaube, hier stehen jetzt gleich 6 Wachen und die sollten wir nicht angreifen, weil die greifen uns nicht an. Erst wenn wir die angreifen, greifen die uns an. Woher weißt du das, Alter? In den töten und nicht die an der Seite angreifen. Aber doch, die. Achso, die in der Mitte aber schon, oder wie? Ja, die uns angreifen. Ja, gut, das wusste ich nicht. Ich dachte eben, Alter, warum schießt der Dude auf mich? So. Ich bin irgendwie fast tot. Ach man. Irgendwer kommt da trotzdem von den 6 zu uns. Ich bin fast da. Kein Problem. Aber. Nice. Einen habe ich mitgenommen und ich lebe sogar noch. Und jetzt hänge ich irgendwo fest. Ach so, ich bin vereist gewesen. Konnte ich nicht sehen. War genau unter dem Torbogen. Ah, oh, ich bin da. Classic Nico-Shit. Tschüss. Geschafft. Gehen wir weiter. Props an dich, Felix. Gut gemacht. Keine Ursache. Aber ich verstehe auch nicht, warum du so langsam bist. Also jetzt hab... Warte mal. Du siehst doch links neben deinem Bild. Hast du doch so irgendwie... Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt habe ich da so Wasser. Ja, das war vorhin aber auch schon so. Nee, das war vorhin nicht so. Weißt du warum? Nee. Jetzt habe ich das auch. Aber du bist... Das ist der Regen, weil ich meine Rüstung anhatte. Ja, das weiß ich. Das kann ich dir leider nicht beantworten. What the fuck? Bist du mal gestorben und wiedergekommen dann? Ja, ne? Ja. Community, stimmt. Was ist hier los? Einmal bitte in die Kommentare schreiben. Das nervt mich nämlich. Ah, Flat. Hier ist... Vladimir. Damit hätten wir es gleich geschafft. Ich glaube, jetzt sind wir ganz, 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 ganz kurz vor dem Bossfight. YOLO mir Swagger Witch. Ihr habt das geheime Magic. Wer ist denn unsterblich? Wen meint er denn? Unsterblich. Tschüss. Vlad. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Deswegen frage ich. Aber ich bin gerade... Gut, dass die wissen, dass da ein Teleporter ist. Ne? So. Und die teleportieren uns direkt nach Hause. Nicht, hey. Nicht in den Bossraum, sondern wahrscheinlich wieder in den Turm rein. Doch. In den Bossraum. Das kenne ich. Hier ist der Bossraum. Aktivier deinen Stoß. Ne? You know? Ja, der ist immer drin. Warum auch immer. Okay, okay. Um euch ganz kurz den Bosskampf zu erklären, den ihr nicht kennt. Gleich wird Locke uns fertig machen wollen. Und zwischendurch rennt sein komischer Golem, ne? Ist ein Golem. Auf uns zu und will uns schlagen. Wir müssen diesen Golem töten und plötzlich kommt aus diesem Golem oder aus Locke so eine Blase raus, so eine Kugel. Und die müssen wir mit dieser Magika, mit dem Stoß, rechts hinten in den Abgrund teleportieren, der sich gleich öffnet. Oder runterstoßen, nicht teleportieren. Runterstoßen. Und das müssen wir, glaube ich, 3-mal schaffen, bevor Locke diese Kugel findet. Also wir müssen erst runterstoßen, so schnell runterstoßen oder runterschieben, bevor Locke diese Kugel erreicht, weil dann fängt das alles wieder von vorne an. Es kann also ein Endloskampf werden, theoretisch. Theoretisch, ja, wenn wir nicht schnell genug sind. Ich kenne aber nach jedem Mal speichert er das. Aber nach jedem Mal speichert das, wir müssen es 3-mal schaffen. Aber wir müssen nicht immer wieder bei 1 anfangen, wenn wir bei 2 sind. Sicher, dass es auch bei Bananen so ist? Nö, aber da ist ja nur eine Schwierigkeit gerade höher. Vom Spielstil ändert sich ja nichts. Hopefully. Was würde ich dafür geben, dass wir das jetzt irgendwie First Try hinknacken können? China Noodles. Boah, das wäre super. Der Typ wird erstmal ein Super Saiyan. Siehst du diesen Abgrund? Da müssen wir die Kugel runterwerfen. Aber erstmal müssen wir den Golem
Vernichten. Ich habe ein bisschen Schiss, dass der sich hart regeneriert, weißt du? Ja, das kann passieren. Aber der ist nicht der schnellste. Ja. Beziehungsweise geht nur auf einen drauf. Stimmt schon, aber naja, mal gucken. Mal gucken. Aber er ist cool, das muss man sagen, er ist cool. Der hat so Hulk-Fäuste. Müssen wir gleich den Hulkbuster auspacken. So, gegen irgendwas war der auch. Ach, die kleinen Säcke nerven. Genau, auch. Gegen Tod. Gegen Tod? Boah, stimmt, man, er ist übelst weak. Er ist übelst weak. Und jetzt so, kommt das Ding raus bei ihm. Ich weiß nicht wo. Ach nee. Genau, wir müssen. Ich mach das mal dann. Ja, hau raus den Shit. Ja. Ich werde verfolgt von Loki Boy. Aha. Ich weiß es wieder. Ja, hau raus, Mann. Nein, jetzt nicht. Er muss jetzt ersterben, so. Ja, sag doch trotzdem, wie es geht. Wo ist denn das Unterbrechen? Magika, du musst dich unverwundbar machen, dich dazwischen stellen. Ja. Das habe ich jetzt verkackt. Normalerweise funktioniert das. Aber das kannst du gut. Luder Man. So, lass mal nicht so. Ups. Ich habe mich da mal geht. So. Luder Man. Bin jetzt auch so mega langsam. Achso, nice. Ich bin's nämlich nicht mehr. Unsichtbar machen? Unsichtbar? Da geht. Oh ja, da ist Kugel, einer. Ne? Ja. Ich stoß die einmal weiter. Du meinst, ich soll verwerten? Ja. Oh! Und danach mich wiederbeleben, bitte. Oh, hat geklappt. Nice. Ja. Lewandowski! Yeah. Latze. Müssen wir es 3 oder 4 Mal machen, weißt du das? 3 Mal. Alles klar, ich bin down. Das hat dir gepasst. Ai. Oh, jetzt bin ich auch wieder so mega slow. Ich bin down. Danke. Jetzt geht's wieder fit. Stell mich hier mal dazwischen. Yep. Und ich war zu spät. Wiederbeleben, bitte. Ich sehe die Kugeln, ich wollte gerade sagen, ich kann noch nicht. Ja, ich war ein bisschen zu spät. Ich bin da. Mach nix, du kommst wieder. So ein Dreck, ey. Ich bin auch wieder da. Du auch, nice. Hab ich das so geschafft? So. Ja, Mann, das ist deine Chance. Das sieht richtig gut aus. Da ist eine Kugel. Ja. Ja, nice. Nein. I'm sorry. Ja! Du bist ein Held, Mann. Du bist ein fucking Held. Okay, jetzt müssen wir schauen. Oh, das war hier nicht getroffen. Wer von? Wieder mit dem, bitte. Mhm. Okay. Oh, es ist er absorbiert. Wir müssen mit Leben abschießen, hä? Huh? Nee, auch nicht. Nee. Was zur Hölle? Feuer ist gut, Feuer ist gut. Feuer ist gut. Alles klar, dann feuern wir ihn an. Lol, Wortspiel. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Hm? Okay, dein Part. Oh! Kein Problem. Kugel, irgendwo? Da. Ja. Yo, der war schon mal gut. Schießen raus. Oh, nein, ich hab ihn daneben gemacht. Jetzt. Nein. Jawohl. Jawohl. So knapp, Mann. So knapp. Kannst du mich noch wiederbeleben? Schnell. Na klar. Ich glaube, wir müssen das doch 4 Mal machen. Ach, scheiße. Sag doch nicht sowas. Du heilst ihn wieder mal, ne? Ja, ich hab gesehen, dass das Feuer ist. Hilfe. Hilfe. Oh, bin down. Danke. So, super, super. Ich positioniere mich. Ich bin unsichtbar. Oh yes, gut gemacht. Ah, das war ärgerlich, aber das war unglücklich. Oh, hä? Hm. Ich bin tot. Mach nichts. Scheiße, warum nimmst du 3 davon? Ist nicht schlimm. Weil einer weil schon der eine jetzt tot ist. Aber trotzdem, was soll das? Ah, jetzt müssen wir die anderen noch töten, ne? Hätten wir die Kugel versenkt? Die keinen Lebensbalken haben. Au, ich bin down.
Ach, nix. Die keinen Lebensbalken haben. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich bin gerade ehrlich. Der eine ist weg? Ja. Oh, das ist deine Chance, das ist deine Chance. Ich mach gehe in die Mitte, gehe in die Mitte. Kannst du nochmal? Ah! Suarez, Golasso! Ja, Leute, das war der Bossfight. Es ist so ziemlich der einfachste Kampf im Spiel. Er ist ohne Witz, wenn man weiß, wie er geht, ist er nicht schwierig. Oh. Aber trotzdem anstrengend. Was wollt ihr wirklich? Wer hält die Fäden in der Hand? Hi. Ach, das ist eine Lady. Oh. Lock, das wusste ich nicht. Ein bisschen an Loki. So, ne, komm. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das eine Lady ist. Ach, komm. Wir wollen das Trophy ploppen hören. Tschüss. So. So, richtiger Schleicher. So. Locke ist wieder zu Hause. Hm. Okay. Eigentlich zu Hause teleportieren. Ja, Staubwischen, das könnte man tun. Wo sind die Frauen? Vlad, Alter, jetzt gib uns die Trophy. Mehr wollen wir doch gar nicht. Ja, der teleportiert sich erst durch die Gegend ein bisschen. Trophy Hype. Und Trophy stellt sich voll in den Regen, was total unverständlich ist. Der holt sich in der Kälte. Trophy Hype. Trophy Hype. Vlad, du ziehst unseren Part voll in die Länge, auch wenn es das Finale ist. Trotzdem. Das können wir uns nicht erlauben. Denk dran. Bis dahin. Hiha. Victory steht bei mir. Ja, bei mir auch. Sehr gut. Und nu? Neues Design. Ja, Mann! Und noch eine. Das war's schon. Aus. Hast du auch beide bekommen? Ja. Leute. Ja, damit können wir doch eigentlich den Part beenden, ne? Ja, aber wir können hier noch so swaggy die Credits laufen lassen. Ja, Mann. Sehr schön. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben den Banana Run durchgespielt. Von A bis Z seid ihr dabei gewesen. Wir haben zwar nicht... Das ist ein richtig geiles Spiel, ey. Geht. Wir haben zwar nicht alles abgesucht, aber ihr habt gesehen... Was ungefähr, ja, okay, die Story für euch bereitet, ist ein bisschen übertrieben, aber den linearen Storyverlauf haben wir euch gezeigt. Ja, das ist richtig. Und wir haben sogar die ganzen optionalen Altäre, heißt das so? Wir haben jeden Altar gemacht. So. Ja, genau. In dem Sinne hoffe ich, ihr hattet mit diesem Let's Play ein wenig Spaß, auch wenn wir viel geflucht haben. Oft nicht weitergekommen sind von hitzigen Grenzen. Wir haben aus vielen Niederlagen gelernt, Felix. Wir haben gelernt. Ja, das ist richtig. Ich habe sogar gelernt, den Eistornado zu starten. Sehr gut. Nach 12 Parts oder so. Geilo. Ah. Ist schon irgendwie jetzt befriedigend, oder? Ich bin ein bisschen erleichtert, ja. Wie ist dein Resümee zu dem Spiel, Felix? Es ist ein lustiges, kurzatmiges Spiel. Ne? Eigentlich sehr abwechslungsreich, weil man mit diesen Zaubern eben so viele unterschiedliche Kombinationen erzeugen kann und so viele Effekte erzielen kann. Ne? In Kombination mit den Gegnern, manche sind immun, manche sind empfindlich.
eigentlich von der Idee her relativ gelungen, muss ich sagen. Ja. Ihr hättet das sehen müssen, eben als wir machen zwischen den Parts immer eine kurze Pause und spielen dann direkt weiter. Und wir haben es eigentlich nur genutzt, um unsere Heilung zu boosten für die Trophäen. Und Felix hat dann so ein paar Kombinationen aus dem Ärmel gezaubert. Und da waren schon ganz feine Sachen bei, wer eben meinte. Das war schon nice. Ja, manche sah echt cool aus. Tja. Einfach ausprobieren, das macht unendlich viel Spaß eigentlich. Und die Zauber zu probieren. Zu sterben ist eher kontraproduktiv. Ja, aber als Koop-Spiel definitiv mal ein Griff wert. Ja, als Koop-Spiel alleine ist es so eine Geschichte, ne? Aber allein würde ich es auch nicht spielen, nein. Ja, doch, so als Koop-Spiel. Ja, kann man anbieten. Besonders den letzten Bosskampf, den fand ich extrem schön. Weil er die Spielidee mit diesem. Bisher war es ja nur ein Hack and Slay und Zauber drauf und ja, Golem ist traurig, wie er gerade sagt. Und jetzt war hier noch das Element dieser Kugel, das fand ich extrem cool, dass man den Kampf nicht durch irgendwie Zauber entscheidet, sondern einfach nur die Kugel da diese Wand runter zu stupsen, finde ich extrem nice. Ja, da muss man aber erstmal drauf kommen. Ja, da saßen wir relativ lange dran damals, ne? Ja, weil man nicht wusste, wie es ging, ne? Ja, aber du wusstest es jetzt noch. Ist ja alles erfolgreich gut. Gemeistert. Tja, auf jeden Fall. Mit ein paar Problemen. Auf dem Weg dahin. Alles gut. Was bleibt dir aus diesem Let's Play in Erinnerung? Nichts. Du hast es eigentlich schon gesagt, das ständige Fluchen und Sterben. Aber auch die Erleichterung, wenn man etwas geschafft hat. Ne? Gibt es da eine besondere Stelle, die dir so im Kopf geblieben ist? Eigentlich eine markante Stelle müsste der 6. Part gewesen sein mit der Brücke. ich fand schon, das war sehr bezeichnend. Ein Classic, ja. Genau, den hätte ich auch gesagt, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie schnell man hintereinander sterben kann und wie weit man kommen kann und dann stirbt und dann von vorne anfangen kann, muss, schaut euch den Part 6 an. Also diese Stelle hat den Frustfaktor schon wahnsinnig in die Höhe getrieben. Wahnsinnig. Und da, ich dachte auch zwischenzeitlich, besonders an dieser Stelle, wow, wie soll das weitergehen? Ungefähr so wie in Part, ich weiß nicht welches ist, ich glaube 13 oder 14, mit dem, ich nenne ihn mal Hohepriester, oder mit dem Zwergenhohepriester. Eieiei. Ja. So, und das ist jetzt das Ending, oder? Weil ich kenne die Szene irgendwoher. Das kommt vom Anfang, glaube ich. Am Anfang des Spiels. Naja, nicht exakt so, aber da war auch so eine Zeichnung. Also wenn du jetzt eine Wertung abgeben müsstest von 0 bis 10 für dieses Spiel. 10 ist super spielenswert, ist das geilste Spiel ever und 0 ist sollte gar nicht erst entwickelt werden und direkt in die Tonne getreten werden. Wenn man bedenkt, dass es ein Minispiel ist und man mit dieser Haltung da rangeht, dass es auch ein kostenloses PSN-Spiel war, würde ich dem Spiel eine 7,5 geben. So hoch? Ich würde so hoch gehen, ja. Denn wenn man das im Koop spielt, und es ist ja lustig, es hat viele Aspekte mit den Zaubern und es macht ja auch Spaß. Und vor allen Dingen dieses immer wieder... Oh, guck mal, der Käsekuchen und Pac-Man in der Mitte. Classic. Und der Dragon Ball, das ist ein Dragon Ball. Oh, jetzt ist er weg. Doch, ich würde so weit gehen. Ich gehen nicht höher, weil einige Stellen doch sehr, schwierig sind, behaupte ich einfach mal, ne? Ja. Aber sonst? Ja. Doch? Ja. Ich persönlich würde nur eine 6 von 10 verteilen. Und okay. Für den Multiplayer lasse ich mich vielleicht auf eine 6,5 ein. Und für den Singleplayer, muss ich sagen, habe ich es nicht ausprobiert, aber ich schätze mal mit einer 4. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Also... So um den Dreh wird es liegen bei mir. Alles klar. Jo, dann sind wir soweit am Ende. Wir befinden uns wieder am Hauptbildschirm. So sieht's aus. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß mit dem LP. Und in dem Sinne sehen wir uns vielleicht demnächst beim anderen Projekt wieder, das schon in den Startlöchern steht. So sieht's aus. Bis dann, wir hören uns. Ja, ciao.